Servus zusammen, wir sind wieder hier, here to challenge. Die beiden Botschafter neben mir haben jetzt die Aufgabe, ein Handballtor, die Latte zu treffen. Wir machen so von den Regeln, der die erste, die drei Lattentreffer hat, hat die Challenge gewonnen. Ist jetzt natürlich die Frage, wer fängt an? Also wieder bitte Schnick, Schnack, Schnuck, Stein, Schere, Papier. Schnick, Schnack, Schnuck. Einer nimmt immer Schere. Ja, Niklas hat jetzt jedes Mal als erstes die Schere genommen. Ja, ich bin im Weg. Ich darf nicht. Wir haben hier die 7-Meter-Linie, so wie im Handball auch. Allerdings kein Torwart, nur die Latte treffen. Erster Ball, easy klein. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warte kurz, warte kurz. Ja, das irgendwie. So, zweiter Versuch. Bitte jetzt wenigstens an die Latte oder ins Tor. Ah, knappes Ding. Oh, ganz knapp. Dritter Versuch. Oh ja, 1-0. Sag mal. Ja, 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 ja. Ein bisschen her, die Handballkarriere, ich sehe schon. Ja, danke. Vierter Versuch, bitte. Möglichkeit zum Ausgleich. Da war der Ausgleichtreffer. Ja, die aber auch, oder? Nee. Also vielleicht, ja. 1-1. Der Schiri sagt nein. Nächster Versuch. Ganz klarer Lattentreffer, das hat man sogar gehört. Oh, der Ball kommt sogar wieder zurück. 2-2. Nächster Treffer gewinnt die Challenge. Bitte. Nächster Versuch. Oh, den hat man gehört, den hat man gehört, den hat man gehört. Du darfst noch raus. Jetzt. Du hast eine Chance. Nein. Das war's. Handball-Ehre. Das war mir eine Ehre. Ja. Glückwunsch. Dann doch länger als gedacht. Der Haussegen, also ich habe ja hier beim letzten Mal schon gegen ihn verloren. Also der Handballsegen ist auf unserer Seite diesmal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt dran. Bis zur nächsten Challenge. Seid gespannt.